Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Antichamber. Ja, das letzte Mal, dass ich dieses Spiel gespielt habe, ist jetzt schon ein ganzes Weilchen her. Und ich muss sagen, ich erinnere mich nur noch teilweise an die verschiedenen Level, in denen wir schon waren, beziehungsweise die verschiedenen Areale. Ich glaube nicht, dass man das so als Level bezeichnen kann. Deswegen würde ich sagen, stürzen uns einfach mal irgendwo rein, wo wir hinkommen. Und der Marker hier zeigt uns gerade das hier an, Strength in Numbers. Deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach mal dahin. Und wir haben ja beim letzten Mal dieses neue Werkzeug hier gefunden. Das mit den grünen Blöcken. Ich sehe da oben schön grüne Blöcke, die wir abbauen können. Das heißt, damit können wir jetzt hoffentlich neue Rätsel lösen, und die wir einfach mit dem blauen Werkzeug noch nicht lösen konnten. Und vielleicht finden wir ja auch das gelbe oder das rote Werkzeug, bei dem ich meine, dass es hier noch irgendwo rumstehen müsste. So, hier komme ich doch... Komme ich hier nicht durch, wenn ich sowas mache? Doch. Die Frage ist nur... Was habe ich denn jetzt kaputt gemacht? Wie cool ist das denn? Wie cool ist das denn, bitte? Wie habe ich das denn hingekriegt? Wie habe ich das gemacht? Das ist ja cool. Okay, egal. Da hinten ist die... Das sieht seltsam aus. Das Blaue da hinten. Aber hier waren wir definitiv noch nicht. Und da hinten ist was hochgegangen, meine ich gerade, oder? Moment, das gucke ich mir nochmal genauer an. Ja, da ist definitiv was hochgegangen, aber was, das bringt mir ja im Moment. Ich glaube, das kriegen wir das irgendwie kaputt. Moment, wenn ich hier sowas hinbaue und dann das wegnehme. Nee, ich kann keine Spur dahin ziehen, das irgendwie kaputt machen, glaube ich. Aber ich möchte da hinten hin. Was haben wir denn hier sonst noch? Kann ich hier sonst irgendwas machen? Ja, hier kann ich das einmal durchziehen. Ah, okay. Dann geht das einmal komplett zu und die Tür öffnet sich. Das finde ich doch gut. Was haben wir denn hier? There's no need to take apart what already works. Okay. Also hier waren wir definitiv noch nicht. Ich mag es eigentlich nicht, hier durchzugehen und meine Sachen zu opfern, aber... Ich möchte natürlich weiterkommen. Ne, hier waren wir doch schon mal, oder? Waren wir nicht schon mal? Moment, hier kamen wir doch gar nicht her. Hier ist ein anderer... Ach, nö. Och, nö. Hier wollte ich doch gar nicht hin. Hier wollte ich gar nicht hin. Nein, Moment, wir gehen zurück. So, wir waren da, Strength in Numbers, und dann sind wir da runtergegangen. Déjà vu. Gehen wir nochmal hier hin. Oh, es ist wieder ganz schade. Moment, kriege ich das nochmal hin? Nö. Was haben wir hier eigentlich in den anderen Richtungen? Was ist hiermit? Gehst du auf? Ach ja, hier waren wir schon mal. Richtig, genau. Genau. Will ich hier weiter? Ich bin mir nicht sicher. Okay, der Pfeil sagt in die Richtung. Wollen wir mal auf den Pfeil hören. Gehen wir mal hier lang. So, und jetzt... Ja, da sind wir gerade durchgegangen. Interessant. Okay. Können wir anscheinend nichts machen. Was haben wir? Ja, und hier war wieder dieses Ding. Moment, kann ich das so vielleicht hier weiterziehen und damit irgendwas machen? Ne,
Nee, das bringt doch alles nichts. Und wenn ich hier bin, dann komme ich da auch nicht hoch. Ich muss das irgendwie zeitverzögert aktivieren, aber ich bin mir nicht sicher, wie. Erstmal lade ich mich mit jeder Menge Blöcke auf. Vielleicht finde ich da dann irgendeine Lösung. Das ist ja das Schöne bei einem Grün, die kommen immer wieder neu und ich weiß gar nicht, wie viele Blöcke ich jetzt schon habe. Vermutlich genug. Aber ich möchte noch ein paar mehr haben. Da frage ich mich, ob es irgendwie ein maximales Limit gibt. Naja, das sollte erstmal reichen. So, schieben wir das erstmal nochmal darüber. Ja, so. Ja, komm, zieh das mal hier rüber. Dankeschön. Okay. Also irgendwie habe ich dann die Mechanik... Moment, warte mal, wenn ich... das hier rüberziehe und jetzt die Hälfte wegmache, dann geht das kaputt. Okay, das scheint zu funktionieren. Moment, das will ich nochmal ausprobieren. Das brauche ich nicht mehr. Nein! Jetzt habe ich das da hinten abgeschnitten. Egal. So, zieh das mal bitte hier hin und da und hier und überhaupt. Aber ich vermute, wenn ich jetzt hier abschneide, dann geht das... Genau, dann macht das immer den kürzesten Weg kaputt. Aber was ist denn? Was ist denn, wenn ich das jetzt einfach hier irgendwie noch total weit lang ziehe? Nein, das wollte ich nicht. Irgendwie so und hier und hast du nicht gesehen? Was ist denn, wenn ich jetzt hier schneide? Ja, dann geht's in die Richtung kaputt. Okay, wunderbar. Dann müssten wir ja jetzt eigentlich nach... Jawohl. Jawohl. Haha, ich hab's geschafft. Some challenges exist just to test how much we know. Aha. Das ist das. Den haben wir doch gerade von unten gesehen, oder? Genau. Aber, was bringt mir das jetzt? Oh, warte, da kann ich runter. Ja. Ja. Wo kommen wir denn jetzt hin? Ein weiteres Museum. Oh Gott, hier sind verschiedene Bilder. Also das hier hatten wir ja... Nee, Moment. Das Bild hatten wir ja schon. Dem Walk, das war ja ganz am Anfang. Aha. Ja, Sachen an der Wand fixieren. Das haben wir auch schon gemacht. Und das hier... Das ist die Waffe, oder das Gerät, das wir haben. Und das ist das grüne Ding. Damit haben wir es aufgerüstet. Das ist ja momentan da drin. Man sieht, das ist schon eine schöne... Vorrichtung und dann ist da einfach dieser Ring drin und der scheint das Ganze zu aktivieren. Was ist das? Achso, das kann sich dann drehen. Soll das... Moment, ist das auch eine Darstellung von dem Gerät? Ich vermute mal, oder? Wir sind aber... Nee, die sind die gleichen Versionen, oder? Interessant. So, was haben wir denn hier? Ich meine, dass wir hier auch schon gewesen wären. Allerdings haben wir das Rote noch nicht gehabt. Oh. Detail Breakdown, okay. Ich werde das jetzt mal nicht übersetzen. Denke ich. Ich lese es erstmal. Also, Detail Breakdown. Again we go with whatever works. Accentuate different segments of gun. Large flat surfaces on the gun look empty. I'm basically just looking at any particularly empty segments and wanting to fill them in. A few cutouts like this could give you more to animate on the gun. Not with more bits sticking out, but with more segments cut into the main shape of the gun. The contrast between high detail gun and low detail world makes the player consciously ignore it off screen. But the simplicity of the overall shape still makes it fit properly. Aha, das ist also sowas wie ein Design-Dokument von den Entwicklern. Bin ich hier in einem Easter Egg-Raum gelandet? Mit Konzeptart. Das ist cool. Particularly the butt. Ring section is most empty right now. Floating bit at front of gun needs some fixing, so it doesn't intersect geometry of the spinning ring and looks less randomly attached. Aha. Aha.
Okay. Okay, color breakdown. These have line work around them. They're cut into the gun. Ideas only, not what I actually want. We will go with whatever looks best. Finding the right balance is trial and error. Change model and try in game. I imagine the strips around the inside and outside edges of the rings are what is providing the energy for the tiles to float around. I'll put in a particle system so it looks like a gravity well or something. Little wire running towards front of gun, I would imagine, is also for energy flowing through the gun for something. Ja, dieses Ding da, aber das haben wir doch, das haben wir auch in unserer Waffe. Es ist nur ein bisschen kleiner. Stripes of color around inner ring edge and gun edge. Intersect. Lines of color around outer ring. Before the player has the inner ring at level 2, the inner section has the potential to be boring. Need detail for that. Okay. Ja, da sieht man, dass das auch irgendwie so ein bisschen mit Paint aufgemalt ist, weil das nicht wirklich gerade ist. Interessant. Oh weia. Wir gucken uns erstmal die andere Seite an. Was haben wir denn hier? Ja, den Raum kennen wir ja schon. Was haben wir denn hier? This is roughly the angle the gun should be when it is at rest. Can see ammo pretty nicely. Can't fit gun on screen nicely because the ring is an oval. Heaps of wasted space. The tiles orbit around a perfect circle. Make gun nozzle a circle instead of weird shape is now. It is now. Make this section a circle that the ring joins onto. Don't like the details sticking out. Aha, okay. Es war wohl ein sehr früher Prototyp. Ja, ja, bla bla bla. Anti-Chamber Brick Tool Gun Base Level 1, Level 2, Level 3, Level 4. Ja, wir sind momentan auf Level 2. Und Level 3 und 4 fehlen uns noch. Nehme ich mal an. The whole base section should be rotated as below. More interesting details between the handle and the ring, as I attempted to add, so that player isn't only looking at flat welds between handle and ring. Whole gun is angled by default. Pew pew! Rings connect to middle of gun, not just floating. Tiles go through the middle of them. Trying to get interesting details here specifically, hence why I cut it out a bit. Okay. Aha, new logo. Ja, ich mag das Logo von Anti-Chamber tatsächlich sehr gerne. Ja, ihr könnt das ja alles durchlesen, wenn ihr das Video einmal pausiert. Ja, cool. Also das scheint tatsächlich irgendwie so ein Bonusraum zu sein, wo wir Concept Art finden können. Das hat uns jetzt zwar spieltechnisch nicht weitergebracht, aber ich finde es tatsächlich ziemlich cool, muss ich sagen. Das einzige Problem ist, wir kommen jetzt hier nicht mehr raus. Toll. Müssen wir wohl wieder zurückgehen. Also der Raum war das, ne? Ja, das ist tatsächlich auch eine Sackgasse, wie man sehen kann. Ha. Okay, aber... Hier ist immer noch das Signal in dem Raum. Ich würde sagen, also ich nehme an, da kommen wir jetzt her. Deswegen wird das da angezeigt. Moment, das probieren wir mal aus. Wir gehen jetzt mal hier hin und dann drücke ich Escape. Und genau, da ist jetzt der Ring. Und da ist tatsächlich auch das andere. Das heißt, da kommen wir auch noch weiter, oder? Moment, ich gehe mal hier hin, zurück. Ne, jetzt ist beides da. Vielleicht ist es auch der letzte Punkt, wo wir reingegangen sind und die Kreise sind einfach da, wo wir als letztes waren. Na gut, dann suchen wir uns einfach mal einen Ort aus. Wie wär's denn... Hidden Secrets, wie wär's denn damit? Oha. Wow. Sieht ziemlich cool aus. Was war eigentlich hier hinten? Okay, da kommen wir nicht zurück. Taking one path often means missing out on another. Okay. Na gut, dann gehen wir mal hier rein und gehen hier durch und
Ja gut, hier kommen wir noch nicht weiter. Toll. Wie end? Was? Das ist Ende. Da möchte ich hin. Ah. Okay, aber da brauchen wir vermutlich Stufe 4 für, die wir noch nicht haben. Und, oh Gott, jetzt bin ich ganz woanders. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Da oben sind wir doch... Da oben ist das Walk-Schild. Da sind wir doch runtergekommen. Na toll, ich hätte nicht springen sollen. Tü-tüm. Egal, wir gehen jetzt hier einfach mal weiter durch und schauen, ob wir irgendwas Cooles finden. Ja, ich glaube, diese Sektion hier wird auf YouTube sehr dunkel angezeigt, dass man eigentlich gar nicht so richtig erkennt, wo ich lang gehe. Also ich sehe hier zum Beispiel schwarze Linien. Aber ich hoffe, es ist trotzdem einigermaßen akzeptabel. So, was haben wir denn hier noch so Schönes? Ich weiß, ich war hier schon. Aber ich weiß nicht mehr, was ich hier tun konnte. Deswegen gucke ich einfach nochmal, was sich hier so machen lässt. Ach, jetzt guck mal, jetzt sind wir wieder hier. Da waren wir ja gerade eben. Okay. Okay, und das ist wieder dieses Museum. Na gut, ja, egal, das haben wir ja schon mal gesehen. Da habe ich mich ja ausführlich mit beschäftigt. Deswegen möchte ich euch damit nicht langweilen. Und wir gehen einfach mal hier entlang. Ja, ich gehe zu, ich hätte mich vielleicht ein bisschen besser vorbereiten sollen. Und mal schauen sollen, wo ich jetzt mit dem neuen Werkzeug tatsächlich weiterkommen würde. Ja, hier offensichtlich nicht. Das indiziert schon die Blockfarbe. Da brauche ich die gelbe Waffe. Dann gehen wir mal hier runter. So, jetzt sind wir... Ah, toll, hier waren wir doch gerade. Na gut, dann gehen wir nochmal hier durch. Denn wir können ja noch über die Brücke drüber gehen. Genau. So, dann müssen wir nur langsam gehen, damit die Bälle die Brücke nicht kaputt machen. Und dann kommen wir hier auch rüber. Ja, genau euch meine ich. Ach, guck mal, wenn wir ganz still stehen, dann bleibt es nur ein einziger Ball. Cool. So. Was haben wir denn hier Schönes? Kann ich... Moment, ich brauche irgendwo... Hier kann ich mich doch bestimmt bedienen. Jawohl. Sehr schön. Danke. Kann ich das hier einmal durchziehen? Nee, das funktioniert leider nicht. Schade. Dann brauchen wir da vermutlich auch das Gelbe für... Aber komme ich hier noch nicht durch? Irgendwie? Offensichtlich nicht. Aber da hinten ist die gelbe... Oh, das ist das gelbe Werkzeug. Ich möchte da lang. Ich möchte da irgendwie hin. Wie komme ich da hin? Nee, so komme ich hier nicht durch. Schade. Schade, schade, schade. The right answers may also be the most obvious ones. Okay. Und hier waren wir auch schon. Na toll. Wo komme ich denn wieder zurück, wenn ich hier lang gehe? Ja, wieder hier unten. Ich will mal eben ausprobieren, ob ich, wenn ich jetzt durch das Auge nochmal zurückgehe, ob ich da tatsächlich wieder da rauskomme, wo ich herkomme ursprünglich, oder ob das dann zu einem anderen Ort führt. Weil das macht das Spiel ja gerne mal, solche Spielchen. Na los. Ja, nein. Ach, verdammt. Nein. Ja, doch, von da kamen wir. Deswegen gehen wir einfach hier da lang und dann gehen wir einfach da hinten durch. So, rennen, das müssen wir... Jawohl, haben wir geschafft. Wunderbar. Alles klar. Okay. So. Ich meine aber, hier wären wir schon mal gewesen. Oh, da ist... Wie komme ich da hin? Ich möchte da hinten durch.
Das Problem ist, ich kann mir hier zwar diese Dinger holen, aber ich komme damit nicht weit. Ich kann das hier einmal komplett durchfüllen und das war's. Aber ich habe nicht für alle genug und ich muss aber alle füllen. Oder kann ich das hier irgendwie vermehren? Nee. Also hier komme ich durch. Denn dafür habe ich genug von den Blöcken. Und zwar wirklich genau genug. Bloß die Frage ist, bringt mir das irgendwas? Ich würde gerne da hoch. Ich komme nicht da... Hallo? Hallo? Okay, die Tür bleibt erstmal offen stehen. Sometimes we only just have just enough to get by. Ah, aber da komme ich ja nicht zurück. Ach, das ist doch doof. Wie komme ich da weiter? Nee, hier sind keine versteckten Blöcke. Okay, wir gehen erstmal hier durch, indem wir alle Löcher stopfen. Und dann gucken wir mal. Understanding a problem requires filling in the pieces. Ich komme auch bestimmt... Jawohl, ich komme hier auch durch. Vor allem jetzt, da ich das grüne Werkzeug habe. With more experience, previous challenges aren't so difficult. Aha. Aha. Okay. Und jetzt? Ich kann, meine, ich kann das hier... Ja, nee, das wollte ich nicht. Moment, kann ich das da... Nein, ich will nicht das machen. Ich würde das da gerne weiter durchzeigen. Jawohl, genau das würde ich machen. Aha. Aha. Wir mussten einfach alle Blöcke bis dahin auflösen, hat sich die Wand aufgelöst. Geht das auch? Moment, geht das auch in die andere Richtung? Ich fürchte, dafür brauchen wir erst die rote. Naja, gehen wir erstmal hierhin weiter. If you're missing information, it's easy to be misled. Ja. Komme ich da irgendwie hoch? Durchspringen? Im richtigen Moment. Ja, das könnte klappen. Jawohl, jawohl, ich bin gut. What looks out of reach may only be a few steps away. Oh, das ist ein Raum, in dem wir noch nicht waren. Ich will rein, ich will rein, ich will rein. Lass mich rein. Spiel. Das lässt sich aber auch nicht richtig auflösen. Nein. Das kann doch nicht sein. Moment, was passiert, wenn ich das einmal komplett ausfülle? Nein, 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 nicht in die Richtung. So, jetzt einfach nur... Nein, nicht so. Genau das. Hey, cool. Ah, das ist anscheinend eine neue Funktion von den grünen Blöcken. Das ist ja cool. Schließen sich dann so zusammen. Moment, Moment. Also so kann ich auf jeden Fall neue Blöcke erschaffen. Dann komme ich auch in dem einen Raum weiter. Ah, das ist cool. Moment, geht das überall? Wenn ich jetzt hier so ein Viereck mache? Jawohl. Wie cool ist das denn? Aber das erinnert, hilft mir trotzdem noch nicht, hier durchzukommen. Ja, Ich möchte aber so gern...
Ja, toll. Ich kann mir hier zwar jetzt unendlich viele Blöcke erschaffen, aber das bringt auch irgendwie nichts. Lass mich durch, lass mich durch. Da ist irgendwas Cooles. Das ist eine normale Treppe. Okay. Ich habe gerade total den Rotstich, weil wir gerade die ganze Zeit in dem Grünen waren. Erscheinen jetzt alle Wände furchtbar rosa für mich. Oh Mann. Aber ich möchte hier... Moment. Achso, das ist ja vermutlich für die Treppe. Aber wie komme ich hier jetzt durch, ja? Das regeneriert sich doch alles viel zu schnell. Lass mich durch! Ach je, ach je, ach je, ach je. Wie soll ich das denn machen? Dann gehen wir halt doch erstmal hier lang. Oh nö. Lalalala, ich bin gar nicht da. Okay. Was passiert denn, wenn ich... Ah, jetzt ist die Tür offen. Alles klar. Jetzt ist die andere dafür zu. Will ich das? Nein, will ich nicht. Some paths are straightforward. Lalalala. Hallo. Soll ich bitte weiter runter? Immer weiter. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinkomme, aber... Oh Gott, nein, da ist... Nein, das löst meine Steine auf. Nein, ich komme nicht weiter runter. Nein. Nein. Ah, warte mal, vielleicht kann ich es... Ja! So kann ich es weiter runtertreiben. Ich muss nur im richtigen Moment springen. Das ist so ein bisschen die Herausforderung. Na komm. Aber irgendwie bringt das jetzt auch nicht so viel, oder? Außer ich time... Ja doch, ich habe das einfach nur schlecht getimed. Ja. Ja. Oha. Oha. Ja, ich komme immer näher dran. Hui. Das macht Spaß. Okay, das war jetzt nicht so gut getimt. Und immer tiefer hinab. Ich will ganz auf den Boden. Hui. Ja, ja, weiter, weiter, weiter. Uiuiui. Das geht echt ganz schön ab hier. Hops. Ja, ich bin fast ganz oben. Das heißt, ich sollte fast ganz runterkommen. Sieht aber nicht so aus, als würde ich das irgendwie erreichen können, oder? Okay, Decke. Jetzt komm. Das muss zählen. Was? Warum? Warum hat das jetzt denn... Ach, nö. Ich hab... Wie habe ich es geschafft, mich da durchzuglitschen? Guckt euch das mal an. Deswegen ist er nicht weiter runtergegangen. Och, nö. Doch nicht euer Ernst, oder? Den kann ich jetzt nicht mal auflösen. Och, nö. Wo bin ich denn jetzt? Okay. Moment. Wo war das? Das war hier, oder? Down the rabbit hole. Doch, das war... Das war hier. Jetzt habe ich natürlich... Moment.
Life is a way of pushing us in the right direction. Das ist aber nicht, was ich möchte. So, Moment, ich muss mir erstmal wieder ein paar Blöcke holen. Lalalalala. So, hier kann ich mir noch ein paar schnappen. Ich brauche ja gar nicht so viele. Ich brauche nur ein paar, um die Plattform aufzuhalten. So, weil ich möchte da definitiv runter. Und ich brauche ja den Schwung. Ich muss ja von der Mitte aus gehen, weil sonst hat das nicht so wirklich viel Sinn. Weil dann bin ich da ganz oben und ich komme irgendwie nicht weiter runter. Also muss ich die so weit wie möglich unten hin platzieren. Und dann klappt das hoffentlich. Die Betonung liegt auf hoffentlich. Na komm, immer weiter, immer weiter. Fast geschafft. Na toll. Nein. Ja, ich glaube, das ist gut. So. Dann wollen wir mal. Jetzt kann ich das auch besser timen, weil ich das jetzt genau auf der Schicht habe, wo ich die Sachen verliere. Dann kann ich die Höhe besser abschätzen. Und die Entfernung dazu. So, komm schon. Das muss doch machbar sein. Ja, 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 ja. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Okay, das habe ich nicht gut getimt. Und hopp. Ja, wir sind schon im roten Bereich. Weiter runter. Ich möchte ganz nach unten, bitte. Ganz nach unten. Hui. Das sieht ziemlich cool aus. Das Lederne da unten hat irgendwie einen coolen Effekt. Da kann man nach draußen sehen so ein bisschen. Das ist cool. Als ob da irgendwelche Sterne wären. Ach ja. Es hat auch irgendwie etwas sehr Meditatives an sich. Hier immer hoch und runter zu fliegen. So, das müsste es doch sein, oder? Na, fast. Ein Sprung noch. Der zählt jetzt. Und boink, einmal den Kopf von der Decke gestoßen. So, und jetzt möchte ich da... Na, komm, nein. Das geht nicht. Ich komme nicht bis ganz runter. Bonk. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Wie komme ich denn weiter runter? Moment, kann ich? Ich frage mich, ob ich den Block durch die Schicht mitnehmen kann. Das sieht nicht so aus, oder? Ich möchte jetzt aber... Moment, da ist der Block. Ich möchte jetzt aber auch den Fortschritt durch das... Ah. Das ist doch doof. Ich möchte da jetzt nach unten. Moment. Nee, offensichtlich kann ich das nicht. Und jetzt? Ich meine... Mehr Anlauf kann ich nicht nehmen. Wie soll ich denn da ganz runterkommen? Na komm. Das will ich jetzt noch einmal versuchen. Und runter und hoch. Runter. Und hoch. Und runter. Und hoch. Und einatmen. Und ausatmen. Und einatmen. Und ausatmen.
Ja, nein, den Sprung habe ich nicht gut gemacht. Aber ich sehe hier auch gerade keine anderen Ausgänge oder so. Das könnte ja auch sein, dass da irgendwo noch so ein Ausgang irgendwo fies versteckt ist hier an der Seite, den ich theoretisch nehmen könnte. Aber ich sehe da keinen. Ich sehe nur ganz unten den. Ui. So. Und jetzt? Nee, wir kommen einfach nicht ganz runter. Dann weiß ich auch nicht, wie wir hier weiterkommen. Eventuell brauchen wir dann noch eine Verbesserung für unsere Waffe, aber ja, keine Ahnung. Na gut, dann bleibt uns ja nichts anderes übrig, als in den Raum hier zurückzukehren. Ach, das ist aber doof. Naja, ein bisschen weiter sind wir anscheinend gekommen. Aber wie es hier weitergeht, keine Ahnung. Vielleicht habt ihr eine Idee. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, falls ihr irgendwas wisst. Oder falls ihr noch wisst, so von wegen, ja, geh dahin. Da war noch was, was du jetzt machen kannst. Dann werde ich da mal hingehen. Jo, ansonsten würde ich sagen, schauen wir mal in der nächsten Folge, wie es so weitergeht. Und bis dahin, macht's gut.